So, Hallöchen, und hier sind wir auch wieder. Ja, ich bin gerade an der roten Ampel gestanden und da habe ich die Aufnahme jetzt eben mal beendet. Ja, oh, LKW. Ja, jetzt wollte ich eigentlich irgendein Thema ansprechen, jetzt habe ich es wieder vergessen. Mann. Mann, 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 Mann. Fahren wir mal hier schnell am LKW vorbei. Din, 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 din. So. Ja. Es fällt mir nicht ein, was ich jetzt sagen wollte. Das gibt's doch nicht. Ich habe jetzt total den Blackout irgendwie. So was Blödes. Ach so, ja. Ich habe mich heute Morgen mal an meinen Gesangskünsten zu schaffen gemacht. Und als ich das nachher gehört habe, ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe so dermaßen einen Lachanfall bekommen. Also die Luna hat mich teilweise schon richtig blöd angeguckt. Ja, Mords den Lachflash gekriegt, weil ich persönlich, ich finde, durch den Schnupfen jetzt auch, habe ich geklungen, wenn ich singe, als ob ich einen Muffin im Mund hätte. Ja, wirklich, als ob ich einen Muffin im Mund hätte, so richtig vor mich hingenuschelt. Naja, mit meine Gesangskünste, die lassen wir lieber mal bleiben. Ja, ich glaube, das wäre nicht ganz so gut. Ja, sowas ist nie gut, sich an Gesangskünsten hier irgendwie zu schaffen zu machen, wenn man wirklich nicht singen kann. Und in meinem Fall ist das dann auch so. Weil das muss dann ganz einfach nicht sein. Ich möchte euch ja auch nicht vergraulen. Deshalb werde ich gesangstechnisch leider nichts machen. Wenn ich jetzt eine Mega-Stimme hätte, dann auf jeden Fall. Aber so, ich will euch ja nicht vergraulen. Ihr würdet euch dann auf jeden Fall, wenn ich anfange zu singen, würdet ihr euch in ein Erdloch buddeln und euch darin vergraben. Hauptsache, ihr müsstet's nicht hören. So ungefähr hat sich das angehört. Ja. Oh Mann. Ich habe mich an dem Lied von Emily Sandé zu schaffen gemacht, das Read All About It. Ja, Gott sei Dank hat die das nicht gehört. Ich glaube, sonst hätte sie mich verklagt. Das wäre was gewesen. Nachher kriegst du eine Klage, so, ja, du hast mein Lied gesungen und das. Da jetzt verklage ich dich wegen Körperverletzung und du hast hier mein Lied verschandelt. Ja, aber was will man machen? Man kann es ja mal probieren. Ja. Wen ich euch empfehlen kann, jetzt so Sänger auf YouTube, ist einmal Jason Chen. Finde ich richtig, richtig gut, die Lieder von dem. Oder Kurt Hugo Schneider macht richtig gute Lieder. Dann Christina Grimmi macht richtig gute Lieder. Könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Ich werde euch die Kanäle von den dreien auf jeden Fall in die Videobeschreibung reintun, beziehungsweise reinpacken. Ihr dürft da auf jeden Fall gerne mal vorbeischauen. Könnt ja ein Abo da lassen, beziehungsweise könnt einfach mal ein Däumchen geben, wenn es euch gefällt. Ja, das sind wirklich Leute, die machen richtig, richtig gute Musik. Und vor allem, die können auch wirklich was. Nicht so ich mit meinem Muffin-Gesang. Das kann man wirklich Muffin-Gesang nennen, was ich da mache. Oh Mann, das ist schon wirklich peinlich. Jetzt werde ich rot. Ich werde rot. Ich schäme mich. Ich schäme mich. Nein. Ja. Nein. Und ich werde jetzt auch auf gar keinen Fall irgendwie ein Video hochladen, in dem ich singe. Nee. Nee, 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 nee. Also auf Anzeigen habe ich gleich gar keinen Bock, beziehungsweise auf Schmerzensgeld klagen. Das muss gar nicht sein. Nee, 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 nee. Also könnt ihr euch solche Kommentare schon mal auf jeden Fall sparen. Ja. Und was ich auf jeden Fall auch noch mal ansprechen möchte, ich habe in einer
Let's Play Minecraft, Let's Show Aufnahme schon mal ein bisschen erklärt gehabt, dass ich im Voraus aufnehme, weil heute kam zum Beispiel auch von einem Abonnenten, kannst du einen Hund nach mir benennen? Ja, das habe ich dann in die Kommentare geschrieben.